Ja, hallo. Du bist ein bisschen groß. Ist die? Auch ein klein. Jetzt ist die Sache. Gibt sie noch ein bisschen kleiner? Denke nein. Guck mal, wie wir es hinkriegen. Wie das jetzt so aussieht. Zack. Erst einmal. Bist du verkehrt rum? Komme ich mal wieder hoch. Zieh nicht da rein. Nee. Nö, das sieht Käse aus. Okay. Hätten wir hier nicht irgendwie so eine schmalen Wandelemente. Erstmal bauen. Erstmal müssen wir was anderes machen. Nee. Gibt's diese Meterpfosten? Meter. Nee. Wir legen jetzt mal so einen hin. Gucken uns das einfach mal an. Moment. Gehen. Zack. Dass wir den jetzt einfach mal irgendwie hinlegen. Na, danke. Okay. Nö, jetzt können wir das ja wieder ausmachen. Jetzt haben wir ja den 90-Grad-Winkel. Schon ein bisschen sehr klein. Möchte ich ein bisschen größer haben. Na, bleiben Sie hier. Ein bisschen kurz. 4,5 Meter wären ideal. Ja, 4,5 Meter wären ideal. Aber das kriegen wir hin. Das ist anders. Das ist nicht geil. Du bist wieder 2 Meter zu breit. Obwohl, warte mal. Guck uns das jetzt mal an. Jetzt sagen, wir drehen dich. Einfach erstmal über irgendeine Achse, das war 90 Grad hinbekommen. Dann drehen wir dich darum. Zack. Jetzt rausnehmen. Bewegen dich erstmal frei. Vielleicht können wir das ja in einer Weise kaschieren. Jetzt einfach sagen, wir machen das so. Ja. Setzen wir dich noch einigermaßen mittig hin. Nehmen dich raus. Hier dich. Kopieren. Yay. Und drehe nicht einfach bloß. Irgendwie eine sinnvolle Achse. Warte mal. Hey, ich will dich doch bloß drehen. Will ich doch bloß drehen. Ich muss dieses drehen hier. Nicht geil.
Oh doch, das könnte man so machen. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Was ist jetzt gesetzt? Okay. Das ist ungefähr. Das Schöne ist, es muss jetzt nicht perfekt sein. Na? Ist auch erstmal ein Versuch. Gucken wir das hier. Okay. Wenn ich so wirklich einen Anhaltspunkt habe. Interessant wird es jetzt hier oben. Hier. Dass die Dinger ja nicht wirklich in dick kurz gibt. Müsste man ja theoretisch. Sieht zwar, glaube ich, nachher witzig aus, wenn man es baut, aber. Schön. Okay. Stecken dich erstmal so rein. Kriegen wir das nicht ein bisschen mäßig dahin? Hier. Das ist erstmal nur ein Versuchsbau hier. Wie ich mir das jetzt erstmal vorstelle. Oh, das Weiße kratzt da dran. Na, du musst noch ein Stück rüber. Das ist besser, ne? Irgendwie gefällt mir das nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Sorry. Wenn das jetzt erstmal, wir schmeißen es nicht weg. Wir bewegen das erstmal woanders hin. Auf die Versuchsinsel. Zack. Aber wir haben auch jetzt den Bau. So. Gruppenbaumenü öffnen. Oder klein. Kommt besser. Ich glaube, das sieht besser aus. Ich glaube, das sieht besser aus. Haben wir noch irgendwie andere Dinge? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Lass mal so. Cool wäre es natürlich, wenn wir jetzt hier sagen können, weil das funktioniert ja irgendwie noch nicht so ganz. Den Dächern. Das ist Katastrophe, dass man Oberfläche ausrichten. Ah, das funktioniert irgendwie noch nicht so ganz. Die Funktion ist auch der Hammer. Vor allem auch, denn wenn es mal eins snappt, ist dann halt auch komplett verkehrt rum, ne? Zum Beispiel so. Müsste man jetzt einfach hier nochmal kippen.
Und noch mal ein bisschen rein. Zack. Sagen müsste. Okay. Hier. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich jetzt geil. Moment. Wir werden das jetzt nochmal entfernen. Das nochmal entfernen. Wir holen jetzt uns jetzt erstmal das Dach nochmal. Zack. Winkelausrichtung. Dass wir jetzt überall die gleichen Winkel haben. Jetzt setzen wir es einfach erstmal steiler an. Das könnte ich mir gefallen lassen. Gut. Aber wir sollten aber trotzdem auf dieselben Winkel. Leute, ey. Cool. Brauchen wir gar nicht kopieren. Wir können auch das Ding einfach nehmen. Und einfach sagen. Zwei Klicks. Und dann haben wir noch dieselbe Einstellung wieder. Zack. Ein. Ist die Pfosten. Wenn da sind, jetzt auch die Höhe anpassen. Jetzt haben wir dieselbe Höhe. Oder? Nee. Jetzt müsste ungefähr dieselbe Höhe haben. Okay. Ja, in sowas kann ich mich komplett verlieren. Ein Stück runter, zack. Ah, ich glaube, so auf dem Mühe wirst du es, glaube ich, nicht ganz so hinkriegen. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ne, weil es gebogen ist, zack. Dann funktioniert das so nicht. Okay. Jetzt müssen wir noch zusehen, wie wir das hier. Dann hätten wir das nämlich schon an sich alles gleich. Ja. Gut. Jetzt die Sache, wie verkleinern wir es hier vorne? Ich habe mir gedacht, Fenster. Ah. Ja, genau, kaputt. Spiel. Mach's doch nicht so schwer. Dieses Spiel, ne? Ist einfach zu groß. Noch ein Stück kleiner, das wäre ideal. Haben wir nicht, müssen wir uns was anderes überlegen. Deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, ich wollte so einen Fensterverschlag machen. Wo warst du? Jetzt kippen wir dich nochmal an.
wirklich einfach sagen, wir machen jetzt hier vorne nun Brett davor. Verkleiden wir nur das Geländer? Wollen wir einfach rüberkommen? Müssen wir es so machen? Ne? Amico. Ich bin das jetzt einfach nur hier. Können wir das so geil ineinander schieben, dass das nicht mehr auffällt? Wenn man jetzt nicht mehr sagen kann, dass es zwei Teile sind. Ah, fehlt noch Mühe, ne? Jetzt könnte man das nämlich schön so lassen. Ich muss das einfach nur mal schön hin. Jetzt sind wir hier eigentlich bis an Schlag. Gucken wir uns das mal an. Na, hier über die. Die Sache, Schmutzfarbe. Jetzt müssen wir halt irgendwie nur noch zusehen, dass wir hier was reinsetzen. Ein bisschen rum experimentieren. Wir haben ja diese Pfeiler. Irgendwo habe ich die gesehen. Das weiß ich. Alle. Und am Dach waren die, wa? Nö. Da waren sie auch nicht. Da waren sie. 2 Meter. Wir bräuchten eine Nummer größer. 1 Meter. 4 Meter. Legen wir dich jetzt mal da rein. Die Achse mit. Moment. Ja, jetzt 45 Grad. Drehen. War ein bisschen doll. Zack. Fünf Meter wäre ideal, ne? Gibt es hier keine gerade Stange? So halbwegs gerades. Das geht so nicht. Du halbwegs gerade. Ja, auch nicht so wirklich, ne? Natürlich Käse. Das ist nicht so gut. Haben wir aber nicht noch andere Dinge,
die wir dafür verwenden können. Das ist alles nicht so gut. Einfach irgendwelche Stangen, gerade Stangen. Wenn die nicht hier irgendwo... Nicht halbwegs gerade. Die Anschluss Treibholz. Treibholz. So, die haben bloß Dings weggenommen, wa? Ich habe da noch eine andere Idee. Dach. Jetzt gucken wir jetzt mal schnell an. Ozeanisch. Gibt es hier nicht ein Strohdach? Einfach ein hingelegtes Strohdach? Setzen wir einfach Strohdach rein. Ein quadratisches Strohdach. 3 Meter. Wenn wir das jetzt einfach noch reinkippen. Machen wir das mal aus und drehen nicht einfach nur rein. Zack. Oh, das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. Ein Stück hoch. Das mal an. Warte mal. Das, was mich hier dran stört, ist einfach nur. Oh Mann. Funktioniert das so? Das ist nur ein Experiment, also ist nicht noch nicht final. Ja, es funktioniert so nicht. Wo ich den glattes Strohdach. Ja, das funktioniert nicht. Für ein glattes Strohdach. Aber die Idee ist schon mal gar nicht verkehrt. Pilzwand. Ich meine Australien irgendwas? So, die haben die Blechdächer. Afrikanisch.
Kann man hier die Farbe anpassen? Nee, leider nicht, aber ist okay. Bin aber noch nicht ganz so glücklich, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.